Hallo zusammen. Ich bin jetzt hier in der Nähe der Stadt Altena an einem Stausee und wollte euch eigentlich gleich erst was erzählen, wo ich das hier gerade sehe, dass sie den Überlauf hier offen haben. Zeige ich euch den zuerst und dann gleich alles Weitere. Weil so nah dran an den Überlauf kommt man auch selten, um das dann auch so mal zu zeigen. Man merkt so ganz leicht die Feuchtigkeit hier in der Luft. Sehr angenehm. So, alles Weitere gleich. Bevor es jetzt gleich die Infos zu dem Stausee gibt, geht es erst noch so ein Stück durch den Wald hier hoch. Finde ich sehr schön. Das Autothermometer hatte mir vorhin 25,5 Grad angezeigt. Und ja, ist kuschelig warm in der Sonne. Aber ich will nicht klagen, ich bin sehr zufrieden damit. So, jetzt hat man einen schönen Ausblick. Das ist die Fühlbecker Talsperre und die ist hier im Sauerland nahe der Stadt Altena und ich kannte das hier selber noch gar nicht und werde das Ganze jetzt mal erradeln. Man kann sogar bis ganz hier oben hinfahren, da ist das Hotel zur Talsperre und direkt hier am Damm dann auch parken. Was ich nicht gemacht habe, ihr wisst, ich quäl mich immer erst gerne ein bisschen und werde jetzt dann hier runterfahren Richtung Staudamm und die Tour beginnen. Ich freue mich hier wie so ein kleines Kind, wenn man auf so eine Staumauer kommt. Wenn mir teilweise die Worte fehlen, liegt das einfach daran, das ist ja jetzt nicht die erste Tour, sondern die zweite heute. Und manchmal hat man einfach schon so ein bisschen Erschöpfung im Kopf, nenne ich es einfach mal. Dass einem nicht sofort die ganzen Worte einfallen wie vorhin, dass das hier zu Altena gehört. Oh, hier waren gerade zwei Fische. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Bild drauf sind, aber sah gut aus. Ach, hier erkennt man jetzt auch den Überlauf. Also das Ding ist wirklich voll. Da ist nichts geöffnet, wie ich erst vermutet habe, sondern es läuft einfach über. Bin gespannt, wie das ist hier mit dem See. Ich habe jetzt also keine weiteren Infos eingeholt, wie lang die Runde ist oder sonst was. Ich weiß, dass es einen Rundweg gibt. Das sagte man mir vorhin auf dem Parkplatz, wo ich mich ein bisschen erkundigt habe, ob das hier überhaupt geduldet wäre, weil überall nur Fußgängerschilder sind, aber keine Verbotsschilder für Radfahrer. Also man benimmt sich anständig und kann auch mit dem Rad fahren. Und das mache ich jetzt erstmal. Jetzt geht es schön über diesen mehr oder weniger befestigten Waldboden direkt hier an der Wasserkante her. Es ist ja ein Traum. Und ich hatte von dem Stausee selber hier eigentlich noch nichts gehört. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn man hier baden gehen könnte oder sonst irgendwie was, aber so zum Laufen und Radeln, denke ich, ist das ein tolles Erlebnis. Ich freue mich schon wieder. Sind auch immer mal so kleine Infotafeln hier, dass es zum Beispiel Aal oder die Quappe gibt. Hier ist wieder so ein kleiner Wasserlauf. Oh, da muss ich nochmal anhalten und euch das genau zeigen. Das kommt nämlich hier schön den Fels runter. Ist jetzt kein Wasserfall, ist mir schon klar. Aber schön anzuschauen auf jeden Fall. Hier hat man jetzt auch nochmal einen schönen Blick auf das Hotel gegenüber. Hier sieht man die Fische sogar an der Oberfläche.
Ich denke mal, dass Angeln hier nicht gestattet ist, sonst wären die nicht so entspannt hier. Was das für einer ist, kann ich allerdings nicht genau sagen. Ich tippe mal ein Barsch. Irgendjemand von euch wird es wissen. Auch hier wieder so ein Zufluss. Irgendwo von da oben. Es wäre manchmal ganz schön, wenn da Schilder stehen würden, woher das kommt und was für ein Wasser. Weil ich kann ja nicht jedes Mal hochkraxeln. Hier nochmal der perfekte Blick auf die Staumauer. Und im Hintergrund sieht es aus, als wenn da ein UFO auf irgendeinem Pfosten gelandet wäre. Natürlich Quatsch, ist mir schon klar. Aber es sieht so aus. Auch hier ist wieder so ein Zufluss. Klar, wenn die ganze Zeit was reinläuft, muss auch wieder was raus auf der anderen Seite, ne? Und das ist ja anscheinend mehr oder weniger ein Durchgangsgewässer schon. Wirklich sehr angenehm zu fahren hier. Ein bisschen rumpelig, aber ansonsten sehr eben und immer direkt am Wasser. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt hier die westlichste Spitze erreicht. Auch hier fließt so ein bisschen raus, denke ich mir. Aber minimal. Das, was man hier hört, kommt hier von diesem Becken, was dann auch reinfließt. Ach Quatsch, das ist auch ein Zufluss. Entschuldigt, das ist auch ein Zufluss, kein Abfluss gewesen. Ansonsten hier herrlich durch den Wald, Luft ist super. Gibt's nicht viel weiter zu sagen. Ich werde jetzt gleich nach Altena weiter und dann da nochmal. Heidenei, die Fische hier, die sind aber auch riesig. Seht ihr die? Ja, ne, ihr seht die. Was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich mir in Altena auch noch das ein oder andere anschauen wollte und das dann gleich hier auch noch zeige. Wird halt ein krasser Kontrast dann. Direkt in der Stadt. Ach, des Anglers Herz schlägt hier wahrscheinlich höher. Ja, das war's schon mit der Runde. Hier ist die Staumauer. Das heißt, jetzt geht's dann weiter Richtung Altena. Hier in Altena gefällt mir jetzt auf der Seite hier diese Werkstätten für kirchliche Kunst, das Gebäude besonders. Aber auch die anderen Häuser hier müssen sich definitiv nicht verstecken. Toll. Da ist das Deutsche Drahtmuseum untergebracht. Entschuldigt, dass ich so keuche. Aber es geht doch gut hoch. Auf dieser Passage nach oben kommt man hier an so einer kleinen Fläche vorbei, wo man kurz halten kann. Und hat da so einen schönen Blick hier auf die Kirche. Und natürlich das Umland. So, das war der Grund für die Strampelei. Burg Altena. Jeden Schweißtropfen wert. Jedes zielende Bein. Jetzt mal schauen, was ich hier so gucken kann. Ach, alleine die Seitenansicht hier ist ja schon super. Schaut euch das mal an. Ist das nicht ein Bau? Der Weg geht hier noch weiter. Ich werde mal weiter trampeln und schauen, wie weit man da letztendlich drumherum kommt. Wahnsinn, ist die top erhalten oder restauriert, wie auch immer. Hier muss ich mich entscheiden, Fußgänger oder Radfahrer. Ich wähle erstmal Radfahrer und guck mal, wie weit ich komme. Und wenn nicht, wechsle ich nochmal. Bin jetzt so ein Stück unterhalb der Burg hier, wo es erstmal mit dem Rad ein bisschen weiter geht. Was ich aber auch toll finde, ist der Blick hier runter. Echt eine schöne Stadt. Also bis jetzt habe ich nur das Gefühl gehabt, wo ich hier hingefahren bin, oh, jede Menge Schwerlastverkehr. Was erwartet mich? Aber die Stadt hier an sich hat natürlich auch schöne und weniger schöne Ecken, aber an sich ein schönes Fleckchen Erde. Es ist jetzt nicht mehr ganz so fahrradtauglich, deswegen werde ich nochmal versuchen, von der anderen Seite eben ranzukommen. Vorne rechts vom Burgtor konnte man ja auch rein.
So, ich gehe jetzt mal so in den Innenhof eben rein. Eine Burgbesichtigung an sich mache ich nicht. Das kennt ihr von mir, da bin ich nicht unbedingt für zu haben. Das ist immer alles ganz schön, aber nein, danke. Falls ich mich so ein bisschen merkwürdig anhöre, ich habe eine Maske auf, weil das hier Pflicht ist. Aber ich denke mal, für dieses Stück geht das. Ah, schon beeindruckend, auch hier so mit den Festungsmauern. Und hier auf der Seite steht ein Schild Jugendherberge Burg Altena. Das ist natürlich auch mal was Exklusives. Soweit, so gut. Jetzt geht's wieder runter. So, jetzt hier unten in Altena ist noch so eine schöne große Kirche zu sehen. Auch mit diesem dunklen Stein. Mit dem kleinen Haus daneben. Ich nehme an, das ist das Pfarrhaus gewesen. Das sind echte Hingucker hier. Also ich muss sagen, hier in Altena fühle ich mich definitiv wohl. Hier rechts fließt die Lenne. Ich habe immer gedacht, die Lenne ist nur ein Bach. Aber das ist schon ein Fluss, muss man echt so sagen. Und der hat auch ganz viele schöne Ecken, die ich auf dem Weg hierhin schon gesehen habe. Wo ich schon darüber nachgedacht habe, ob man nicht einfach mal schaut, ob es hier an der Lenne einen Flussradweg gibt. Wäre ja auch mal ganz interessant. So, und das ist die steinerne Brücke hier in Altena. Hier ist auch nochmal so eine schöne Erklärung zu der steinerne Brücke. Die steinerne Brücke soll 1570 gebaut worden sein. Die Amtsbrücke wurde von den Kirchspielen Lüdenscheid, Meinerzhagen, Halver, Wiblingwerde und dem Kelleramt gemeinsam unterhalten. Weil sie weithin der einzige gesicherte Lenneübergang war, war sie für alle Orte von großer Bedeutung. 1912 wurde sie komplett erneuert. Die steinerne Brücke verbindet das Lennetal mit dem Industrietal der Ramede, in dem sich seit alter Zeit viele Drahtziehereien befanden. Auf dem Bergsporn gegenüber der Brücke erinnert ein Denkmal an den Erfolg und einflussreichen Altener Industriellen Gustav Selve, 1842 bis 1909. Da muss ich noch schauen, wo das steht. Ich sehe es gerade nicht. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein mit dem Video hier vor Ort. Mit dem schönen kleinen Stausee, der Burg Altena, dem Denkmal, was dort nicht steht, weil da die Straße endet. Und dem Blick über Lenne und auf diese schöne Kirche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich fand die Tour schön. Es ist richtig schön warm, selbst der Wind ist warm. Es könnte nicht besser sein. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.